Jo Leute, Orlando McFly mal wieder am Start. Hier nach einer etwas längeren Sommerpause jetzt. Aber Leute, glaubt ihr wirklich, ich würde aufhören, Mann? Der Boy hier wieder mit frischer Energie zurück. Da ist einfach wieder die Energy da, so. Da ist einfach, hat man wieder Bock, Leute. Also, viel Spaß. Oh, könnte jetzt ein bisschen windig werden. Ich stelle mich mal andersrum hin. Gut vorbereitet heute. Wir haben alles mit dabei. Tag. Ja, wir haben hier die Orlando-Sticker in Masse, also in Hülle und Fülle, dass wir auch wirklich jeden hier versorgen können und die Botschaft quasi verbreiten können. Hier ist, ihr werdet schon noch sehen, Leute, der Boy ist gut vorbereitet auf den heutigen Tag. Was halten Sie davon, dass Orlando McFly jetzt wieder da ist nach der Sommerpause? Ich weiß nicht. Orlando McFly. Hier. Der hier. Finden Sie gut? Ja, ja, aber ich bin... Hier. Ja, danke. Ist gut, oder? Ja. Schönen Tag noch. Hart bei der Arbeit. Ja. Tag. Schläuche verlegen alles. Kennt man ja, ne? Schläuche verlegen. Einfach Sand. Wie am Strand quasi. Ich fühle mich wie am Strand hier, mit der Sonne noch. Wie Ferien, oder? Wie Ferien, oder? Wie geht's ihm? Guten Tag. Freuen Sie sich, dass Orlando McFly wieder da ist? Ja. Hallo. Ja? Hier, ich gebe Ihnen noch ein kostenloses Souvenir für Sie. Ja, danke sehr. Gerne. Schicke, sind das Rosen? Weiß ich. Oh, einfach Pflanzen, ne? Ja, Pflanze. Pflanze ist Pflanze. Pflanze ist Pflanze. Danke. Schönen Tag noch. Die Gärtner von heute. Pflanze ist Pflanze. Also Botaniker war der jetzt bestimmt nicht. Ja, Leute, ihr dürft euch auch nicht über die komische Perspektive wundern. Das liegt daran, dass leider mein Kameramann jetzt in Rente gegangen ist. Er ist jetzt im Ruhestand. Ich kann euch nur so viel sagen, ihm geht's gut. Aber dadurch haben wir jetzt halt eben nicht mehr die Möglichkeiten, wie vorher dieses Bildmaterial hier gut zur Verfügung zu stellen für euch. Aber Leute, es geht um den Inhalt, oder? Und der Inhalt bleibt einfach der gleiche. Leute, das ist die Hut. Ein Trampolin. Und schon bin ich oben, Leute. Oh, direkt mit fertig gedreht hat Cigaretto. Und Leute, es ist nice hier oben. Man hat einen schönen Ausblick so. Man sieht einfach alles, die ganze Nature. Man sieht einfach. Man hat den Ausblick über die whole wide world. Mein, wer muss denn schreien? Was ist jetzt? So. Und wieder runter, Leute. Boah, Abstieg überstanden. Okay. Und weiter geht's. Über den Öltankkanister oder Wasser. Und durch die Brennnesseln. Au! Oh, nichts passiert. Und weiter geht's. Ah. Ja.
Ja! Ganz neue Funde hier. Und neue Erkenntnisse. Man sieht schon, die Römer haben eben solche gewellten Dächer benutzt, Leute. Ihr haltet sie für Vollpfosten. Aber ihr seid selbst die Vollpfosten. Römer waren die Schlausten. Boah. Hier Wege über Wege, Pfade. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber es scheint, als hätte ich hier den Pfad wieder gefunden. Den Pfad, der mich vielleicht nach Hause führt. Leute, jetzt muss ich nur die richtige Richtung einschlagen. Oh, ich habe hier was im Auge. Jetzt muss ich nur die richtige Richtung einschlagen. Und dann bin ich hoffentlich irgendwann wieder nach Hause, Leute. Der Tag hat mich jetzt schon so fertig gemacht. Ich mache das nur für euch, Leute. So, ich laufe hier rum, ich sehe aus wie ein Vollpfosten. Ich bin ein Vollpfosten, Leute. Und dann schreie ich die Leute an. Ey! Und sie ignorieren mich. Yo, das ist eine fette Hornisse. Ohne euch, was wäre ich da? Was wäre ich da? Da wäre ich nichts. Ich habe es gemerkt in der Sommerpause. Die ganze Zeit nur Langeweile. Ohne meine treuen Member, ohne meine Orlando-Mitglieder. So, ihr seid meine Army, meine McFly-Boys und Girls. Und Leute, ich bin euch einfach so dankbar. Und deshalb 100 Likes fürs nächste Video. Okay? Das schaffen wir, Leute. Und ich habe gelernt, wer lauter schreit, hat recht auf YouTube. Also 100 Likes! Und abonnieren! Ich will 100 Likes! Gib mir 100 Likes. Wenn ich keine 100 Likes kriege, werde ich jeden Baumstamm in der Nähe markieren. Dann stirbt dieser Mistkäfer. Wenn ich keine 100 Likes kriege, dann fress ich diese Scheiße. Sieht dein Schwanz so aus. 100 Likes! Und abonnier. Zerstör einfach den ganzen Scheißwald. Oh. Ein Zeichen. Hier ist was. Hier ist was Schlimmes passiert. Was ganz Schlimmes passiert, Leute. Ich mach mir Sorgen. Ich mach mir ernsthafte Sorgen, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Ich werde nie wieder nach Hause finden. Hallo? Hier ist niemand. Mehr Blut. Der Baum hat mir wehgetan. Leute, ich habe mich verletzt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich habe hier eine schlimme Verletzung vom Baum. Und gut, dass ich vorbereitet bin. Ich habe alles dabei. Welche Größe? Größe. Groß. Alles mit Kamera in der Hand. Ihr könnt es euch vorstellen, eine extreme Stresssituation. Hier. Wie sieht das aus, Leute? Sieht das gut aus? Blutung gestoppt. Und ich werde es vielleicht noch bis nach Hause schaffen. Drückt mir die Daumen, Leute. Ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme. Ich bin schon ganz schön schlafen. Gut, dass ich noch zur Stärkung was mitgenommen habe. Und zwar habe ich. Ja, damit werde ich über die Runden kommen. Vielleicht wird mir das die nötige Energie verschaffen.
schon. Ja. Ich fühle mich gestärkt. Die Reise kann weitergehen. Wir haben keine Wahl. Einfach weiter. Einfach rein. Leute. Los. Wir müssen uns der Gefahr aussetzen. Wir können uns ja nicht entziehen. Es ist heiß, Leute. Die Sonne blendet. Und ich kann nicht mehr. Aber ich mach weiter. Will mir auch nach Hause helfen. Ja! Sie sind ja auch verletzt. Was mache ich? Brauchen Sie ein Pflaster? Nein, lauf! Hier, ich habe Pflaster dabei nein, für Sie. Ich brauche kein Pflaster. Ich bin doch ausgestattet. Ja, du musst laufen. Ich schaff's. Nein, danke. Ich schaff's nicht. Danke, danke für Ihre Hilfe. Endlich wieder mit erfreulichen Nachrichten. Ich hab's geschafft. Endlich zu Hause. Heute, es war eine anstrengende Reise. Ihr habt alles miterlebt, von Anfang bis Ende. Wir haben Leute kennengelernt, wir haben Geschichten erlebt. Wir haben uns Verletzungen zugefügt. Alles nur für euch. Und deshalb, gebt mir die 100 Likes einfach. Gebt mir die 100 Likes. Ich habe mir dafür alles nehmen lassen. Ja, aber jetzt wieder in der Umgebung, wo ich friedlich leben kann. Und Jose hat mir auf Rat des netten Herrn erstmal was zu trinken gebracht. Leute, ein schönes Bier. Das wird jetzt gleich geköpft. Ja. Damit verabschiede ich mich von einem schönen Tag hier. Mein Druckverband geht langsam wieder ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe nicht. Ich verlange die 100 Likes. 100 Likes. Das kann nicht so schwer sein. Und damit haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und checkt SoundCloud.